Willkommen zurück hier bei Mist Survival. Muss aber aufpassen, dass ich nicht sage Stranded Deep. Ich weiß nicht, wieso ich die ganze Zeit immer, wenn ich irgendein Let's Play starten will, immer sagen will Stranded Deep. Naja. Es wird schon langsam dunkel. So. Jetzt erstmal so ein bisschen die Tipps beherzigen. Mal das Zeug, was man nicht so braucht. Von der Ladefläche wegmachen. Dann würde ich nämlich die Koffer da drauf stellen. Die Kartoffel hatte ich schon vorher dabei. Entschuldigung. So, den Kanister brauche ich noch wieder. Das Holz. Ich schmeiß erstmal das Holz hier einfach weg. Ja. Soll ich dafür auch das Inventar aufmachen? So, was haben wir denn hier? Zack, zack. Ich werde jetzt noch nicht hier groß sortieren, weil das große Sortieren kommt ja erst noch. Ich stelle die jetzt erstmal nur hier drauf. Und Empfehlung war ja, dass ich eine große Militärkiste nehme und die dann da drauf stelle. Jetzt weiß ich nur, gibt es dann einen Indikator dafür, wenn der Hund hungrig ist? Was wollte ich jetzt noch schauen? Ach so, ob irgendwas in der Falle schon drin ist. Nee, da ist noch der Köder drin. Versperr nicht wieder die Tür. So, das könnte ich vielleicht mal hier reintun. So, die anderen Sachen. Ach ja, stimmt, eine Broken Hunting Rifle. Hier auch noch. Quatsch, das ist ja... Ah, fürs M4, sehr schön. Shotgun-Munition brauche ich auch gerade nicht. Revolver. Und Zucker. Und Salz. So, habe ich hier noch... Ja, ich sollte die verbrannten Kartoffeln auch noch essen. Ich trinke jetzt trotzdem erstmal, auch wenn das den Durst ziemlich runtertreibt, wenn ich danach esse. Dann müsste doch jetzt voll sein, wenn ich jetzt die Kartoffel noch esse. Ja, fast.
Okay. Dann kommt hier die Broken Rifle rein. Ja, den Bogen sollte ich ja auch mal tauschen. Ja. Das ist so dieses klassische Resident Evil Denken, wo man sich die, sag's mir, die Magnum aufspart und aufspart und aufspart. Und dann nach dem letzten Endgegner noch die Magnum mit der kompletten Munition, die man im Spiel findet, hat. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ach, hier war auch noch was drin. So. Stiefel, habe ich noch Stiefel an? Ja, habe ich noch. So, das haben wir uns doch jetzt mal verdient. Schlaf halt weiter. Was soll denn der Lärm? Was soll ich jetzt so lange machen? Achso, ich könnte mich unten auf den Stuhl setzen. Wäre es ja eigentlich fast schlauer. Alter! Der Hund dreht durch. Soll da jemand sein? Huch. Nein. Was ist das für eine? Der sieht aber irgendwie ein bisschen anders aus als die wir sonst so kennen. Verrückt. Oh oh. Hat der Hund ihn jetzt gelegt? Das ist ja cool. Turn us doch, der Hund beschützt. Das ist ja allerliebst.
Trinken wir unsere Wasserflasche aus. Ach so, das ist ja gar nicht durchlässig. Aber das sind auch andere als sonst. Ja, da muss man halt noch mal eine halbe Stunde warten. Verrückt. Halt. Oh. Dem ist ja auch nichts los. Das Gute ist ja, dass man noch kein richtiges Management braucht hier für die Basis. Also sprich, dass die NPCs noch kein Wasser brauchen. Ich will jetzt mal schauen, dass wir... Okay. Will ich jetzt mal schauen, dass wir so eine Militärkiste uns da abgrasen. Ich hoffe nur, dass da keine Gegner sind, aber es kann natürlich sehr gut sein, dass bei der Straßensperre wieder welche sind. Halt, und liegt da jemand? Geht's denn gut, Sir? Nee, ich glaube, der schläft einfach. Kennt man ja, es ist eine ganz normale Schlafposition. Ist gerade ein Gegner gespawnt oder eher nicht so? Ja, okay. Also, 1, 2, 3. Drei Gegner zähle ich. 4. Shit. Nachladen.
durch den Zaun durchschießen? Anscheinend nicht. Auf der Höhe? Anscheinend auch nicht. Gehen wir einfach hier auf unseren Sniperberg. Nun ja. Ich fand jetzt die Idee gar nicht so schlecht, aber irgendwie sind da lauter Bäume im Weg. Und wenn ich ein bisschen besser zielen könnte, wäre es natürlich anders gelaufen. Wie viel Munition haben die denn? Was? Also... Das war dämlich. Oh, jetzt verschwindet er in den Zaun, ey. Natürlich in den Baum hinter ihn geschossen. Das geht nicht. Ja. Ich dachte, ich verschieße einfach mal die ganze Munition. Vielleicht wird es dann besser. Ach, jetzt wollte ich nicht abdrücken. Also zwei Gegner müssten es mindestens noch sein. Dadurch kann ich ja nicht schießen. Muss ich halt erwarten, dass er hier ein Stückchen weiter hochläuft. Okay. Sag mal! Okay. Alter!
So. Toll. Müll kann ich einsammeln. Ich wundere es halt nur, dass es in diesem Lager. Nicht irgendwie eine Geisel gibt. Weil hier ja so ein Code rumliegt für ein Schloss. Huch! Oh, ah! Move. Vielleicht kriegen wir auch zwei Kisten da drauf. Ja. Ich hätte so ist das gedacht. Okay. Du hast dann hier runtergepurzt. Dieser Hund. Naja. Da ist nichts. Was jetzt? Im Haus hier drin war ja weiter nichts. Hier waren wir, glaube ich, schon ein, zwei, dreimal drin. Und haben alles weit mitgenommen. Aber jetzt lachen, wenn hier drin irgendwann safe liegt, dass die Kombination dafür ist. Ja, das ist schon nervig.
moment. Nein. Ja, ich dachte, ich schaue einfach mal. Ich weiß noch immer, was ist, und ich übersehe es wie immer gekonnt. Wollen die gleich übereinander stapeln? So. Dann die untere mitnehmen? Leider nicht. Was war das jetzt? Moment. Ah, okay. Was? Was passiert, wenn ich da jetzt noch eine Kiste draufstelle? Wieso ist jetzt alles hier ein Stück rübergerutscht? Also. Ich dachte, ich frag mal nach. Okay. Das war dann doch recht interessant. Ja. Oh, wie schön da in dem Haus ein Baum gewachsen ist. Das finde ich schön.
So, haben wir irgendwas gefangen? Nein, natürlich noch nicht. Ich finde echt kein Wissen, warum das alles so rübergerutscht ist. Das ist ja verrückt. Na, zumindest haben wir. Moment, das müssen wir ausnutzen. Moment. Ja, ich bin der Meinung, wir haben etwas sehr viel Munition verschwendet, aber. Nun ja. Okay. Dann machen wir das mal Feierabend für heute. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank fürs. Schaut hier aus. Vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Mist Survival.